Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den God Mode Glitch benutzt und gleichzeitig mit dem C4 Glitch kombiniert. So könnt ihr auch mit den Makros, die ich auch hochgeladen habe für die Razer Maus oder Razer Tastatur AFK leveln. So, was ihr dafür braucht, ist erstmal ein Molotow, eine Selbstwiederbelebung und ein Helikopter. So, wenn ihr das dann alles habt, dann wirft euren Molotow auf den Boden. Und dann Leute, ganz wichtig, aktiviert euren Helikopter dann, wenn eure Lebensanzeige bei dem Z ist, links neben den Punkten, genau wie auf dem Screenshot hier. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr kurzen Blackscreen, geht down und habt einen kurzen Blackscreen. Und wenn ihr euch dann wiederbelebt, seid ihr nun im God Mode. Nun werden euch alle Zombies angreifen, jedoch werdet ihr kein Damage bekommen. So, jetzt braucht ihr mindestens zwei C4 Leute. Stellt euch in irgendeine x-beliebige Ecke, das ist auch egal wo, weil ihr kriegt eh kein Damage und hier könnt ihr nun den C4 Glitch usen. Ich werde euch in die Videobeschreibung nochmal den Makro reinpacken für die Razer Maus und die Razer Tastatur. Ihr könnt das gerne runterladen, Leute, falls ihr AFK leveln wollt. Ganz wichtig bei den Makros, ich habe die Keybinds für die Taste E und F vertauscht. Also könnt ihr das auch gerne machen. Und nehmt am besten Feuerring mit, weil der wird sich dann auch automatisch aktivieren, damit ihr die Runden auch viel schneller pusht. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.